Hallo, ich bin Mila. Als erstes habe ich ein kleines Rätsel für euch. Sie sind grün, leben in Familien, kommunizieren über eine Art Internet und sind in jedem Wald zu finden. Was meine ich? Und die richtige Antwort lautet Bäume. Und habt ihr es erraten? Wahrscheinlich eher nicht und bestimmt seid ihr jetzt verwirrt. Schließlich nehmen die meisten an, Bäume würden nur so vor sich hin vegetieren. Aber in Wirklichkeit ist das genaue Gegenteil der Fall. Nur die wenigsten wissen, dass Pflanzen komplexe und soziale Lebewesen sind. Und das Erstaunlichste, sie tauschen sich ständig miteinander aus. Aber wie tun sie das denn? Spreche oder Lauten von sich geben können sie ja schließlich nicht. Ja, wie kommunizieren Bäume miteinander? Genau das werdet ihr in meinem Vortrag erfahren. Bäume werden oft unterschätzt. Man traut ihnen kaum Sinne wie riechen, schmecken, fühlen, hören oder sehen zu. Aber Laborexperimente haben das Gegenteil gezeigt. Bäume sind nämlich sehr feinfühlig und haben sogar mehr Sinne als wir Menschen. Wie wir können sie beispielsweise riechen. Akazien etwa warnen sich gegenseitig durch Duftstoffe. Außerdem können Bäume am Speichel des Tieres erkennen, welches Tier an ihren Blättern geknabbert hat. Das liegt an ihrem Geschmackssinn. Und fühlen, wenn er verletzt wird, kann der Baum auch. Aber nicht nur das, Pflanzen können auch hören. Zudem können Bäume Licht mit Hilfe von speziellen Lichtsensoren wahrnehmen. Bäume haben aber auch noch 15 weitere Sinne. Unter anderem können sie die Schwerkraft und die Luftfeuchtigkeit berechnen. Also von wegen, Bäume vegetieren nur so vor sich hin. Sie befinden sich ständig in Aktion. Bäume sind außerdem soziale Lebewesen, für die Gemeinschaft sogar überlebenswichtig ist. Zum Beispiel unterstützen sich Bäume derselben Baumart gegenseitig mit Zucker. Gerade dann, wenn ein Baum krank oder verletzt ist, erhält er von den anderen Bäumen ständig kleine Hilfspakete in Form von Zucker. Auch Informationen über Ereignisse, zum Beispiel eine Dürre oder Insektenbefall, tauschen sie miteinander aus. Dadurch werden ihre Nachbarn dazu veranlasst, sich mit Schutzenzymen vor den Gefahren zu schützen. Außerdem haben Bäume wie wir Menschen eine ganz besondere Verbindung zu ihren Baumkindern. Sie schützen und versorgen diese in ihren ersten Jahren, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Ihr wisst jetzt, dass Bäume sich gegenseitig mit Nährstoffen und Informationen unterstützen. Aber wie tun sie das? Das Geheimnis der Bäume liegt unter dem Waldboden, wo riesige Wurzelsysteme die Bäume versorgen. Mit ihren Baumwurzeln arbeiten sie mit anderen Lebewesen zusammen, den Mykorrhizapilzen. Wenn viele an Pilze denken, haben sie ein bestimmtes Bild von ihm im Kopf. Etwas so stellen sie sich den Pilz vor. Das hier ist allerdings nur der Fruchtkörper des Pilzes für die Vermehrung. Der eigentliche Pilz, das Pilzgewebe, befindet sich unter dem Waldboden und wird mehrere Quadratkilometer groß, also ungefähr so groß wie eine Kleinstadt. Kein Wunder, dass Pilze als die größten Lebewesen der Welt gelten. Und natürlich braucht ein Pilz auch viel Nahrung. Und da er nicht selber Zucker herstellen kann, arbeiten die Mykorrhizapilze mit den Bäumen zusammen. Wie genau das funktioniert, werdet ihr gleich erfahren. Die Pilze bestehen aus unzähligen verzweigten Pilzfäden, den Hyphen, die nicht größer als ein Haar sind. Die Hyphen umschließen die Baumwurzeln und bilden zusammen das Myzel. Das Myzel erstreckt sich über eine viel größere Fläche als das Wurzelsystem der Bäume und verbindet die Wurzeln mehrerer Bäume miteinander. Und diese Verbindungen bilden das Mykorrhiza-Netzwerk. Über sie können Bäume Zucker, Informationen in Form von Signalmolekülen und Mineralien und Nährstoffe austauschen. Das Mykorrhiza-Netzwerk wird auch Wood Wide Web genannt. Auf Deutsch also weltweites Netzwerk. Ihr könnt es euch wie in einem sozialen Netzwerk, zum Beispiel Facebook, vorstellen. Dort sind eben deine Freunde statt der Bäume. Und Freundschaften werden die Verbindung zwischen den Bäumen, also die Pilzverbindung. Und kennst du auch diesen Freund oder Freundin, der immer Rundmails schickt? Bei den Bäumen wären das die ältesten Bäume, da diese die meisten Verbindungen zu anderen Bäumen haben. Und genauso wie du deinen Internetanbieter bezahlen musst, tun das auch die Bäume
und zwar in Form von Zucker. Wenn zwei unterschiedliche Lebewesen voneinander profitieren, nennt man das Symbiose. Es gibt also eine Symbiose zwischen Baum und Pilz. Schließlich leitet der Pilz Nährstoffe und Informationen weiter und bekommt von dem Baum dafür Zucker als Belohnung. Als nächstes werde ich euch erklären, wie Nährstoffe von einem Baum zum anderen gelangen. Schauen wir uns an, wie Zucker von einem erwachsenen Baum zu einem jungen Baum in der Nähe wandert. Die Reise des Zuckers startet hoch in den Baumkronen, wo der Baum mit seinen Blättern durch die Photosynthese Zucker herstellt. Von dort aus wandert der Zucker durch den Baumstamm und anschließend in die Wurzeln. Die Mykorrhizapilze treffen auf die Wurzelspitze und umhüllen oder durchdringen die äußeren Zellen der Wurzeln. Da Nährstoffe sich grundsätzlich immer von nährstoffreichen zu nährstoffarmen Orten bewegen, fließt der Zucker von den Wurzeln in die Pilzhyphen. Im Pilz wandert der Zucker die Hyphen entlang. Ein Teil davon nimmt der Pilz selber auf, doch der Rest wandert in die Wurzeln des Nachbarbaums, eines Sämlings im Schatten, der weniger Chancen zur Photosynthese hat. Ihr habt jetzt gelernt, dass Bäume nicht nur den Lebensraum für besondere Lebewesen bieten, sondern selber besondere Lebewesen sind. Leider werden immer öfter ganze Wälder für die Papierproduktion abgeholzt, wodurch dieses einzigartige Netzwerk zerstört wird. Um sich für die Bäume einzusetzen, kann jeder Folgendes tun: Papier recyceln, generell an Papier sparen und immer auf das FSC-Siegel achten. Denn wenn wir uns zusammen für etwas einsetzen, können wir damit sehr viel erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören!